So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge von Forza Horizon 3. Und warum diese Folge die 122. ist, guckt nicht bitte mal die Folge davor an, die 121. Da sag ich, wieso das nicht jetzt die 105. oder 106. wäre oder ein 4. halt, also am Anfang. Deswegen dieser kleine Sprung. Und hier geht es weiter in einem weiteren Porsche, nämlich den Porsche Panamera Turbo aus der Generation 2. Mit einem 4 Liter V8 Motor mit zwei Turboladern. Der ist ziemlich geil, leistet 550 PS, wenn ich mich nicht ganz irre. Allradantrieb, damit geht der Wagen in 3,6 Sekunden auf 100 mit Sport-Chrono-Paket ohne 3,8 und schafft über 300 km als Top-Speed. Mit einer 8-Gang-Automatik und zwar eine PDK von ZF, also auch ziemlich geil. Der Wagen ist nämlich eine Oberklasse-Limousine, auch dementsprechend gut und komfortabel ausgestattet. Aber auch ein sportliches Auto natürlich. Und war bis der Alfa Romeo Giulia kam, der Giulia QV, der schnellste Wagen auf der Nordschleife, zumindest als viertürige Limousine. So, der ist ja schon serienmäßig S1 808, also das ist schon ordentlich. Wie knapp unter 2 Tonnen, 5 Kilo weniger. So, der Wagen, er geht natürlich tiefer, oh, finde ich geil. Weil der Panamera, der ist irgendwie erst ziemlich lang, aber auch so ziemlich tief, irgendwie so, das sieht einfach so. Diese Linie, ne, die mag ich einfach. Diese langgezogene Linie, die wird ja bis zum Heck fortgezogen. Hat auch hinten noch so einen außerbaren Spoiler. Kann man vielleicht so sehen. Da sind diese zwei Teile. Die fahren sich hoch und dann noch zur Seite jeweils aus. Das sieht richtig geil aus. So. Das geht ja noch alles ganz gut rein. So, wir könnten den Wagen auch leichter machen, was wir auch tun werden. Ein bisschen wenigstens. Wir machen es nicht ganz so stark, aber ich denke mal so 1,8 Tonnen, das geht doch eigentlich. Gott, ey. Rennbetriebe muss auch sein. Da war gerade jetzt schon starten 10. Das ist ziemlich nett eigentlich. Das für sein großes und schweres Auto. Das ist schon echt nicht übel. So, vorne geht auch eine Forza-Lippe. Nein. Hinten auch ein Forza-Spoiler. Erst recht nein. Also bitte keinen Forza-Spoiler da machen, Leute. Bitte. Tut mir das nicht an. So, Reifenmischung verbessern könnten wir. Ja, auf Rennreifen natürlich machen wir nicht. Aber die Reifen gehen breiter. Vorne 275er auf 305er. Weiß kann, mache ich es einfach. Tinten von 315er auf. Oh ja, 345er. Warum auch nicht? Felgen gehen nicht größer. Obwohl eine Nummer wird noch gehen. Felgen an sich finde ich ziemlich nice. Ich gucke mal, ob es noch andere gibt. Die, ich kann hinten anfangen. Warte mal. So, genau. Haben irgendwie was, ne? Die stecken mir eben gerade so direkt ins Auge. Wenn sich in der Farbe war, kommen die haben was. Felgen gehen halt leider nicht größer, finde ich schade. So bei Umbauten. Wir könnten den Antrieb wechseln auf Heckantrieb, wird aber, denke ich mal, so gut wie gar nichts bringen. Warum auch? Ich sag, Allrad stehen Ding geht ziemlich gut. Leistungsmäßig. Bleiben wir dabei. Glaube ich sogar. Wir können ja mal gucken, wie es ist, wie schnell er ist, und dann können wir ja weitersehen, ob wir da mehr Leistung reinbauen oder nicht. Der Wagen ist auf jeden Fall nicht untermotorisiert, das kann man nicht behaupten, dass er zu langsam ist. Ich denke mal so konkurrenzmäßig so BMW M6 Grand Coupé, der hat aber Heckantrieb. Deswegen dürfte der ja zumindest im Beschleunigen schneller sein. Top Speed eigentlich auch, der BMW ist ja glaube ich bei. Ich glaube bei 250 abgeriegelt, dann mit irgend so einem Dings 270 und dann mit M-Driver-Package 305. Ist irgendwie so komisch bei BMW. Naja, so, wir haben ja dieses wunderschöne Blau, was ziemlich, ziemlich geil aussieht. Dann Rot, naja. Das hat irgendwie was, ne? Die Farbe. Doch hier einige Farben zur Auswahl, auch so ein dunkles Blau. Oh, das steht im Wagen aber ziemlich gut. Relativ, ich sag mal, unauffällige Farben. Beim Blau bleiben wir aber, würde ich sagen. Aber so, ich würde sagen, die Außenspiegel, die können schwarz. Ja. Der Spoiler geht nicht lackiert. Ja, schade, schade. Aber die Felgen, die kommen auf jeden Fall dunkel. Machen wir die schwarz, machen wir die wieder kohlefasermäßig. Wir machen die mal normal schwarz. Sieht, glaube ich, ganz nett aus. Scheiben lassen wir so. Wir wollen ja auch was sehen, wenn wir fahren. Ist ja nicht ganz unwichtig.
Da bin ich mal gespannt, wie sich der Wagen so fahren wird. Ich bin ihn schon gefahren, natürlich. Ein Carpark Review. Und auch gestern noch mal ab und zu mal eine Freienfahrt mit Freunden. Aber halt auch bei weitem noch nicht so oft wie den GT3. Bin ich ja schon endlos gefahren. Weil er einfach auch geil ist. Muss man ja auch mal sagen. So. Komm raus, Porsche. Komm raus. Oh, Leute. Ne? Ich meine, wer der nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist schon. Das ist ja, Sex auf Rädern, ne? Wie die meisten Porsche. Und innen, ich würde sagen, kann man gerade so machen. Ich meine, das ist schon eine ziemlich schlechte Ausstattung hier, wie man sieht. Das ist alles nur Hartplastik, ist auch scheiße. Natürlich alles hier, denke ich mal, schönes Alcantara. Oder gleichwertige Bezüge. So. Mittig Drehzahlmesser, links der Tacho, rechts noch so ein paar Anzeigen. Was ich für Öltemperatur, Kühlwassertemperatur, allen möglichen Scheiß. Vielleicht auch Außentemperatur. Wäre auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fahren mal. Man hat schon den Turbolader. Fahren mal vorne zur Straße. Und was ich auch gleich machen werde, natürlich den Wagen. Wer hätte es gedacht, ich werde ihn tieflegen. Weil ich es kann. Und den Panamera, also ich finde, den kann man wirklich so ein bisschen richtig tunen, das geht noch. Doch, wenn das Spoiler aus wäre, das ist irgendwie geil, ne? Für den alten Spider-Man beim alten Panamera schöner, aber der hier sieht auch ziemlich geil aus. Ja, bei Versionen Wagen außer Wagen Spoiler gibt es auch nicht auf, denke ich mal. Im Auto dieser Form und dieser Klasse. So. Wir gucken mal beim Tuning. So 0 auf 100. Was sagt der? Ja, 3,2 Sekunden. Kleine Oberklasse-Limousine, die jetzt noch 1,8 Tonnen wiegt. Das ist Top Speed 331, kann man machen. So. Erstmal tiefer legen. Da geht noch ein bisschen was. Ein kleines bisschen. Na, ja, komm. So, der ist gerade bei 70% hinten. Okay, lassen wir eigentlich so alles. Aber die Übersetzung. Ich will nämlich. Hab da so ein bisschen was so im Kopf. So ähnlich an der Übersetzung, wie ich die gemacht habe beim Maserati Gran Turismo. Machen den erstmal auf volle Kanne kurz. Ja, ihr werdet es noch sehen, warum ich das mache. Ja, das muss so. So, ich gucke mal, was ähnlich ist. Jetzt ganz schön kurz, weil sie so 40, 45 km/h. Das ist zu lang irgendwie. Das ist alles zu lang. Das ist viel zu lang. Ne, das sage ich jetzt hier in den Panamera. Auch noch das Getriebe vorne. Ja, hier. Also 320. Und an sich war es nicht schlecht, keine Frage. Es war wieder Gang. Kommt über 200. Passt. So, dritter Gang. Zu lang. Zweiter passt. Er ist da eigentlich auch. Ist auch beim Maximal im ersten Gang, also. Ich gucke mal. So, aus dem Stand am besten. Das ist geil. Oh, so mag ich das. Zwar, wenn jetzt der Partner so mit Deutschland voll beschleunigt, dann ist er auch sehr, sehr früh im zweiten oder auch dritten Gang. Sag mal, erst so der vierte wird dann schon relativ lang. Der sechste, da kann man ruhig länger, würde ich sagen. Da geht noch ein bisschen was. Und dann sieht er auch hier auch noch ein paar Gänge dafür, um komfortabel zu reisen. Der Sound ist geil, ne? Im Innenraum. Ich finde den alten Tacho auch ein bisschen schöner.
Da war ich den neuen von außen, bis auf den Spoiler, deutlich schöner. Boah, ist einfach geil. So, dann im achten Gang. Ja. Da kann man schön ja komfortabel reisen, denke ich mal. Guck mal, bei wie vielen Umdrehungen wir so bei, weiß ich, 200 km/h sind. Ich kann mal wissen. Ich denke mal unter 3000 werden wir landen. Alter. Das bei EA. Lass mich gefahren. Auf der rechten Spur, ich weiß. Das ist die falsche Seite. Das sieht mich aber nicht. Ist das neblig? Oh nein. Okay. Das ist echt ziemlich untertourig. Wie ich es doch langsamer fahren würde. Aber ich mag das irgendwie so. Okay, das war das gerade ziemlich scheiße. Im Nebel. Boah, das sieht geil aus. Auch mit dieser hinten, diese durchgezogene rote Linie. Das sieht schon echt geil aus. Beschleunigen. Boah, der schiebt aber auch, Junge. Das ist nach meinem Geschmack auf jeden Fall. So gefällt mir das. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal ein paar Rennen. Nochmal das aus hier außer Strecken. Das brauche ich ja gar nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Sprintrennen. Oder wie nennen wir. Könnte ich mal das hier nehmen eigentlich? Schon weit. Warte mal, ich port nicht mal hin. Ist auch ein bisschen Offroad, aber mehr Allradantrieb. Das wird der Wagen eigentlich ganz gut meistern. Und dann hoffentlich an der Konkurrenz vorbeiziehen. Aber das ist schon über 3,1 auf 100. Zumindest war ich bei 3,1. So, wir haben hier frühe Nacht. Machen wir mal. Unser Nacht-Luxusliner. Der mega, mega schnell ist. Also Panamera, das ist echt übel. Vor allem jetzt als Turbo. Vor allem ist es nur Natur, das ist noch nicht mal der Turbo S. Der, denke ich mal, noch vorgestellt wird. Das wird ja, denke ich mal, noch ein bisschen besser. Ich denke mal so, der Turbo S wird noch so 20 PS mehr haben. Könnte auch gerne über 600, 600 PS haben, der Turbo S. Wenn der kommt. Hier jetzt nichts dagegen. So, gucken wir die Aufstellung. Es fährt mit einem RS4, eine alte C-Klasse, M3E92, Panamera, Lexus GS350, ein Tesla, eine E-Klasse, ein Ghibli, die meine ich, ein M235i. Ja, mit der Konkurrenz hier. Weniger mit Allrad, was ich sehr gut finde. Ja, Tesla. Ich muss sie auch irgendwo fahren. Der Panamera will noch ein Foto haben. Mache ich gerne. Zack. Noch 5 Autos für. Dann haben wir 500 Autos im Spiel fotografiert. Das ist ja schon echt krass, ne? Weil davon sind auch, denke ich mal, einige KI-Autos mit bei, die man nicht fahren kann, aber trotzdem. Das ist schon echt viel. Komm. Ah, jetzt hier rechts. Ja, moin. Erster Bitch. Das ging ziemlich zügig. Kann aber auch gerne so bleiben. Kurve ziemlich gut genommen. Glaube ich jetzt mal. Ja. Das war echt nicht verkehrt. Bogenlage. Ja. Das ist mit anderen Porsches, denke ich mal, nicht vergleichbar. Gut. Das ist auch kein krasser Sportwagen. Panamera. So, holt aber einer ganz schön auf hier, ne? Was fährt denn der Kollege da? Aber mein Sieg sein, mein Freundchen. Kannst gerne wieder rankommen, das wird aber nicht reichen. Das ist echt schnell hinter mir.
Pferden, ja, das ist eine E-Klasse. Ach, noch ein Panamera. Ja gut. Was auch sonst, ja, weil Panamera ist einfach beste. Deswegen hier wieder Porsche Dominanz. Ganz einfach. Weil Porsche ist halt eigentlich so ziemlich die beste Marke. Zumindest meiner Meinung nach. So, ein paar EP, nicht so viel. 7200. Na gut. Könnte mehr sein, aber ich gebe mich einfach mal zufrieden. So, jetzt ist es auch wieder. Ist der Mann gerade noch, würde ich sagen. Teilweise. Uiuiui, da ist der gute Kollege. Wir gehen mal in den Innenraum kurz. Der hier schönes Porsche-Logo. Sieht schon sexy aus von innen, ne? Warte, ich gebe mal kurz Vollgas. Was ist sofort gibt der Wagen und hier groß, welche Strapazen. Ich meine, Allradantrieb ist ja auch ziemlich sicher. So, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir fahren natürlich noch ein Rennen. Ein zweites. Wer hätte es gedacht? Ich? Nicht. Dann machen wir noch ein Rundstrecken vielleicht. Vielleicht das hier Gold. Nein, Spaß. Ich glaube, wir könnten sogar mal das hier machen. Gucken wir mal das hier. Ostbrücke. Fahr da mal schnell hin. Der Sound, ey, der ist aber geil. Ich meine, so einen ähnlichen Sound kenne ich irgendwoher. Ich weiß nur gerade nicht, aus welchem Wagen. Und ob das überhaupt das Spiel war. Ob es ein anderer Vorzerteil war. Mehr ein kleiner Porsche. Aber klein ist wieder eigentlich relativ bei dem Wagen. Schon ziemlich groß. Aber er wirkt nicht so groß, finde ich. Also er wirkt kleiner, als er eigentlich ist. Liegt auch an dieser, ich würde sagen, schnittigen Bauform. Gibt auch erst noch neuerdings den Porsche Panamera, also in dieser Generation, als, ich glaube, da heißt Grassport Turismo, oder wie der heißt, oder wie heißt denn der? Ist halt so ein Shooting Break. Also Panamera Shooting Break sieht auch mega nice aus. Ich würde aber trotzdem den hier vorziehen, den normalen. Wenn der reicht ja auch schon. Muss ja nicht mal Turbo sein. Also ein normaler Panamera, der geht auch schon ziemlich hart ab. So, wir stellen mal was Neues. Nehmen wieder. Ne, warte. Wir nehmen German Performance, ja. Wir gönnen uns mal 4 Ründchen Nachmittagreiter. Ist ja eine relativ kurze Strecke. Deswegen, das sollte eigentlich passen. Nur wieso heißt der Wagen eigentlich Panamera? Das ist echt eine gute Frage. Könnte ich auch mal irgendwie googeln. Mein 911, das ist ja irgendwie halt, das ist auch einfach klar. Aber so Panamera oder was ich so, Macan, Cayenne. Ich meine, Cayenne bestimmt nicht wegen dem Cayenne-Pfeffer. Das bezweifle ich mal. So, sicher SLK sehe ich. 990E, okay. Sehe BMW, ich sehe noch. Wir gucken mal, was alles so mitfährt. Bei German Performance. Also, 993 GT2 Porsche, 4 GTS, oh geil. 990 Evolution, SLK, der C-Klasse. Dann noch ein M6, ein AMG GTR. Ach du Scheiße. Ein M3, ich glaube E36 muss es sein. Ja, ein E36. Also weiß ich schon und normal. Also nette Gegner, vor allem der AMG GTR und der M4 GTS. Vor denen habe ich am meisten Angst. So. Meine Güte. Da, Leute. Halleluja. Das ist Porsche durch.
irgendwie beste Marke gewinnen. Fährt sich einfach super. Das hat auch so dieses Porsche-Fahrgefühl. Und auch die Porsche-Dominanz. Porsche ist ja, glaube ich, sogar die erfolgreichste Marke im Motorsport. Was ich bei allen möglichen Klassen auch schon früher, den, was ich in den 60ern oder 50ern, waren die auch schon erfolgreich. Oder was ich auch hier in der LMP, bei den GT eigentlich überall sind die erfolgreich, die mitfahren. In Formel 1, glaube ich, waren die bisher noch gar nicht Porsche, ich weiß nicht. Glaube ich auch nicht schlecht. Da wird, glaube ich, nicht nur Mercedes jetzt gewinnen, dann wahrscheinlich Porsche. Das ist ja irgendwie geil, ne? Formel 1 mit Porsche-Motor. Aber sie auch mit Porsche als Werksteam. Halt nicht nur mit dem Motor, sondern alles von Porsche. Das wäre übel, ne? Oh Gott, ein wenig verbremst. Die zweite Runde, keine Konkurrenz gehabt. Weiterhin davon gefahren vorne. Also wieder GT3, einfach nur. Ja, es ist ein Porsche und das steht halt für sehr, sehr hohe Qualität. Ein sehr, sehr geiles Auto. Natürlich auch nicht ganz günstig, ist natürlich ja auch so, aber ganz ehrlich, mein Gott. Es gibt so viele Autos, die mega teuer sind. Und von den Preisen, da geht der Porsche sogar noch. Ich meine, jetzt weiß ich, ein Koenigsegg oder so, dann Bugatti ist natürlich auch alles viel krasser als ein Porsche. Aber auch um vielfaches teuer. Teurer. Hat sogar gezählt. Ich dachte schon, ich habe keinen, irgendwie so eine, kein dieses, ne, dieses Geräusch gehört. Ohne dass eine Flagge durchfährt. Das habe ich vermisst. Ich sage letzte Runde mal im Cockpit. Ja, wo sind die Gegner? Ich sehe keine. Wir haben auch keine Konkurrenz, ne? Porsche spielt in der eigenen Liga. Was aber auch nicht am Fahrer liegt. Nicht wirklich. Lang zu fahren ist auch an sich nicht so schwer, wie man gerade gesehen hat. Ich habe voll das Haus mitgenommen. Ja, aber wirklich, ich habe hier eigentlich keine Konkurrenz. Auch wenn ich nicht ganz fair fahre, bin ich einfach zu gut für die Gegner. Dadurch mit dem GT3 deutlich mehr Probleme. Vor allem auch wegen diesem Vertical. War schon echt übel. So. Alter. Ich war locker 5 Sekunden Vorsprung oder so. War ein ziemlich ruhiges Rennen, ne? War entspannt. Könnte auch mal öfter so sein. So, 5 Sekunden Vorsprung. Wie viel habe ich wirklich? Ja. 5,4 Sekunden Vorsprung. Läuft. Leider auch ein Porsche auf dem letzten Platz. Finde ich nicht so gut. Auf dem siebten auch, ne? Aber dafür auch auf dem dritten Platz. Naja. Aber geht ja um den Sieger und das war diesmal Porsche. Jetzt gegen BMW, Audi und auch Mercedes. War zu erwarten, aber war nochmal diese Bestätigung. Ich finde, ihr könnt gerne andere Meinung sagen, aber ich finde halt Porsche ist die beste Marke, die es gibt. Ob es die Autos sinnvoll sind oder preislich gerecht oder irgendwie alltagstauglich ist mir einfach nur an sich von der Sportlichkeit einfach so die besten, die geilsten Autos. Und auch relativ effizient. Für die Leistung und für die Schnelligkeit. Und sie sind wirklich auch Porsche verbraucht auch gar nicht mal so viel in der Klasse. Naja. Das war es aber leider wieder mit der heutigen Folge. Weil der Panamera sehr schön war, ist es leider wieder heute vorbei. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wieder so mit einem vielleicht anderen Porsche, ich weiß es noch nicht genau, könnte sein, dass nächste Folge der Cayman GT4 drankommt. Oder der 911 GT3 RS 4.0 oder noch was anderes vielleicht. Mal gucken. Oder ein normales Auto. Weiß ich auch noch nicht. Nice Mercedes. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.